Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ich habe Let's alles Play schon gehört, Skyrim, die Special Dunkelheit Edition. braucht ihr heute Ja, gar wir nicht sind mehr immer denken. noch in Bennethors Laden in Weißlauf und wollen jetzt aber aufbrechen, haben soweit alles erledigt, was wir erledigen wollten, so viel mir war zumindest. Ja, wir haben wieder einiges am Platz, nicht so viel, wie es sein könnte, da haben die Tränke wohl schon wieder einiges verstopft. Müssen wir dann mal aussortieren bei Gelegenheit. Und was wir auch sehen, 3500 Gold, so weit bis zu den 5000 Gold ist es also gar nicht mehr. Ja, da kann es schon bald mal was werden mit dem eigenen Häuschen und einer Ziehtochter. Jawohl, wir können hier ja ein Kind adoptieren, das will ich auch gerne tun. Jetzt aber erstmal kurz gucken, was wollen wir denn überhaupt als nächstes machen? Ja, genau. Müssen wir uns auch mal angucken. Umgebungskarte, gerne, genau. Ne, warte mal, das ist die Weltkarte und das andere war die Umgebungskarte. So rum war das doch. Da haben wir zum einen hier diese Quest, tötet Kematu. Sollten wir ja für die eine Rotwadronin, ist das richtig? Keine Ahnung, ob es jetzt das gerade richtig ausgesprochen ist. Ich bezweifle es doch. Aber ihr erinnert euch vielleicht, das ist die eine, die gesucht wird von einer Söldnertruppe. Und die verlangt nun, dass wir eben diese Söldnertruppe erledigen, sie vernichten, damit sie wieder sicher ist. Oder halt verscheuchen, damit sie wieder sicher ist. Oder eben verscheuchen, damit sie halt einfach verschwinden und sie nicht weiter verfolgen. Ist ja klar. Wird ja niemand gerne verfolgt. Des Weiteren haben wir hier oben ebenfalls noch eine Quest. Tötet den Anführer von Renwakes Fasten. Es ist eine Quest für die Gefährten, wenn ich mich nicht irre, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gut. Wir werden, denke ich, erstmal diese hier machen. Kematu. Dazu müssen wir jetzt wieder hier die Straße lang. Die führt an diesen beiden Festen vorbei. Und dann noch einmal so weit. Und dann sind wir eigentlich auch schon da. Das müsste in der Folge doch was werden. Also nicht, dass wir das schaffen. Aber dass wir zumindest da ankommen. Ich werde wieder auf Schusters Rappen gehen, damit unsere Lydia uns nicht hinterher dackeln muss, wenn wir auf dem Pferd reiten. Aber apropos Lydia, ich wollte ihr noch was geben. Bitte, seht euch Ich bin um. direkt Liebes hinter Mädchen, euch. damit du noch etwas Last von uns abnehmen kannst, das tust du ja so gerne, so wie du das immer Wie kann ich euch sagst. dienen, Tane? Jawohl, da will sie doch schon gerne was für uns tun. Eine gute Seele ist das, wirklich, wirklich. Wir können auch mal gucken. Ich glaube, sie hat alles, was sie bekommen sollte. Bis eben jetzt noch auf den Schmuck, den ich ihr ja geben wollte. Wenn sie schon so nett ist und unser Inventar ein wenig erweitert, dann bekommt sie natürlich auch ein paar Sachen. Hier, eine Halskette extra für dich. Kannst du tragen. Habe ich sogar selber hergestellt. Ja, muss man auch erstmal finden. Jemanden, der einem selbstgemachten Schmuck schenkt. Und was wollte ich dir noch geben? Ich glaube, Drachenknochen. Schuppen. Drachenschuppen. Ich wollte es nicht ausrüsten. Ich wollte es abgeben. Habe ich wieder die Tasten vertauscht? Immer dasselbe mit diesen Tasten. Na schön, was haben wir denn hier jetzt noch? Ja gut, nichts, was ich nicht unmittelbar verkaufen wollte, sondern eher selber brauche. Insofern stimmt es hier schon. Dann verlassen wir den Laden mal Geht ihr wieder voran? und Weißlauf gleich mit dazu. Werden also die sichere Stadt wieder verlassen und uns in Gefahr begeben. Oh, schreckliche Wisst Gefahr. ihr, was mit Himmelsrand Ja, und wir Verdammung wissen, was mit nicht stimmt? Himmelsrand nicht stimmt. Das hattest du Alles uns ist erst gerade in der letzten unfassbar. Folge gesagt. Wer bist du denn? Wir Ach Graumähnen so, so kämpfen einer von schon den seit vielen Graumähnen. Na Jahren klar. mit dem Alles in Feind. Ordnung, alles in Ordnung. Dieser Kein Zwist ist Feind uns ist ja ein jetzt auch guter zu gut Freund als ein bekannt. alter Freund. Na schön, ich Wisst bin ihr dann mal auch, weg. was Ich werde Neid dann mal tut? wieder ein klein wenig Verdammt, was Tane. erledigen. Lydia kommt mit mir. Sie ist schon ganz begierig darauf. Rennt die Tür beinahe mit ihrem eigenen Schädel ein. Ja, das gute Mädchen ist wirklich sehr nützlich für uns. Dann geht's also mal los auf Schusters Rappen. Ich könnte zwar echt mein Pferdchen nehmen, aber ich finde das so unstimmig, wenn einer reitet und einer geht. Das hat dann so eine Art Wirkung, von wegen, der andere ist weniger wert als ich und sowas kann ich ja gar nicht ab. Egal in welcher Position ich denn da bin, ob ich der bin, der als weniger gilt oder der als höher gestellt. Ich mag sowas halt wirklich nicht. Entweder reiten beide oder keiner. So ist da meine Einstellung. Es müsste eigentlich mittlerweile recht sicher sein auf dem Weg, den wir da gehen. Denn wir haben ja die Feste, die da unterwegs war, von Banditen gesäubert. Zumindest auswärtig. Innen sind
scheinbar wahrscheinlich noch immer ein paar von denen, aber ich wollte ja damals nicht reingehen. Es hätte erstens noch mehr Zeit verbraucht und zweitens, ja, ich weiß nicht, ob ich mich da schon ranwagen soll. Es ist ja doch noch ein recht kleiner Ork hier vom Level her. Na gut, wenn sie mir aber nicht mal zu Fuß hinterherkommt, dann hätte ich auch gerade so gut das Pferd nehmen können. Aber wie gesagt, wir müssen hier echt noch ein wenig aufpassen. Die Begleiterin, Lydia hier, ist zwar recht stark und haut uns so einiges weg, aber wir selber können durchaus noch sehr viele Schwierigkeiten bekommen. Ja. Auch wieder hier in dem Spiel sind natürlich die Gegner dem Level sehr gut angepasst. Gerade wenn es humanoide Gegner sind oder auch Drachen. Aber so manche Kreatur, denen wir begegnen können, dürften uns noch locker gewachsen sein und uns einiges an Schwierigkeiten bereiten können. Von daher müssen wir schon etwas aufpassen. Das erinnert mich auch gerade wieder daran, ich darf das Zwischenspeichern nicht vergessen. Da muss ich auch immer wieder dran denken. Ich werde es nicht jeden zweiten Schritt machen, aber so nach einem Kampf oder nach ein paar Sekunden, Minuten, werde ich auf alle Fälle mal die Taste drücken. Oh, wir haben hier da vorne. Genau vor solchen Situationen zum Beispiel, werde ich auf alle Fälle mal ein Schnellspeichern einwerfen. Oh, wer seid ihr denn? Hallo? Will nicht mit uns sprechen? Du vielleicht? Hallo? Wer seid ihr? Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Aha. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Schön. Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt geht weiter, sonst befehle ich meinen Wachen, euch anzugreifen. Ja, ganz nett. Aber schön, der gute Wachmann hat uns eine weitere Quest gegeben. Er hat uns angeboten, der kaiserlichen Armee beizutreten. Ja klar, wir treten der Armee bei, die uns vor wenigen Tagen noch den Kopf abschlagen wollte. Das ist ganz logisch. Nein, wenn ich einer Armee dieser Partei beitreten werde, dann ist das auf alle Fälle... Oh nein, ich habe einen Schmetterling getötet. Ich habe ihm seine Flügel ausgerissen. Oh, sowas würde ich auch nie im Leben tun. Aber eben, wir haben... Wenn ich einer Armee der beiden Fraktionen beitrete, dann sind es auf alle Fälle die Sturmmäntel. Sind wir zwar auch nicht sehr viel sympathischer, aber wie gesagt, die haben wenigstens nicht versucht, mir den Kopf abzuschlagen. Mir fällt gerade auf, wir hätten auch gut noch wo schlafen können. Es ist nämlich schon fast wieder Nacht. Ich hätte besser schnell gewartet. Nein, gut, was soll's. Es ist ja durchaus so, dass auch hier mitten in der Nacht es nicht wirklich so dunkel ist. Ja, es wird nie wirklich so richtig dunkel außerhalb der Höhlen. Da ist es nicht so schlimm, wenn man auch mal nachts unterwegs ist, wie es zum Beispiel in Oblivion, wo das echt manchmal ein bisschen nerven kann, ein bisschen ärgert und halt auch unheimlich ist, ist es hier nicht viel weniger. Aber man sieht alles ein wenig besser. In den Höhlen kann es durchaus schon mal sehr dunkel werden. Ist mir auch in den Aufnahmen aufgefallen, aber ich möchte halt auch nicht ständig mit irgendwelchen Fackeln rumrennen. Oh, schon wieder Leute. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Mit den Dedra einlassen? Warum sollte ich das denn tun? Aber warum ist jetzt das Gespräch Leid, abgebrochen? Das Dedra verursachen, wird nicht ungestraft bleiben. Ihr jagt also Dedra? Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Aha. Aber die Dedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Dem Gott der Gnade? Ist das denn da? Er ist der Gott der Gnade. Ah, habe ich das richtig erfasst? Sehr schön. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Aha. Naja gut, wie du möchtest. Und du bist also ein Wächter davon? Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die dätrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Na gut, lass ich das mal weiter so stehen. Ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Na schön. Wenn ihr das so machen wollt, dürft ihr das natürlich... Ah, hier, sie hier hat dasselbe zu sagen. In Ordnung, wissen wir also auch vom Orden der Ständer. Dem kann man offenbar als Spieler nicht beitreten, ansonsten hätten wir jetzt hier wahrscheinlich auch eine Quest bekommen. Dann halt nicht. Auch nicht so schlimm. Jetzt möchte ich doch mal gucken. Ich glaube, ich muss hier langsam mal querfeld eingehen, denn rein über die Straße werden wir da wohl nicht hin. Wobei, es ist noch ewig weit weg. Machen wir uns da erstmal keine Sorge. Da werden wir schon noch hinkommen. Ich gucke vielleicht besser mal, dass ich nochmal schnell speichere.
Schnell speichern, nicht wieder die Schnellladetaste erwischen. Das ist mir in Oblivion passiert. Das war vielleicht ärgerlich. Und das also auch noch in der Aufnahme. Ein Wölfchen. Das ist uns garantiert nicht gut gesonnen. Deswegen werde ich mal ein bisschen, das klingt jetzt gemein, Zielübungen veranstalten. Aber ich will nämlich ja hier ungern. Oh, sie haben uns schon. Ach so, ne, sie greifen den armen Hasen an. Was soll das denn? Oh, Lydia hat ihn schon erledigt. Oh Mann, wie kann ich auf die Distanz verfehlen? Ist das ein Witz? Oh, ich bin ja wieder super. Na gut, wie immer hat Lydia einfach mal so geregelt, ohne großartig mit der Wimper zu zucken. Ja, schön, schön. Bin ich mal wieder sehr nützlich gewesen. Aber hey, nach der langen Zeit der Pause kann man mir das, denke ich, nicht verübeln. Oh ja, es hat ganz bestimmt daran gelegen. Na schön. Macht jetzt nichts, ist jetzt nicht so schlimm. Wo war denn das Häschen, wenn es schon getötet wurde? Ja gut, wobei, ich brauche keine Kaninchenkeule. Tut mir leid, Häschen. Dein Tod war jetzt mehr oder weniger umsonst. Wir haben deine Mörder aber immerhin auch erledigt. Damit bist du gerecht. Ja gut, andererseits ist jetzt sein Kadaver relativ nutzlos. Ja gut, es gibt bestimmt auch noch andere Tiere, Aasfresser, die hier Nutzen von den armen kleinen Hasen haben werden. So, da drüben ist ein Riesenlager. Da werde ich mich auf alle Fälle mal noch von fernhalten. Denn Riesen in meinem Stadium zu plätten, dürfte sich als ziemlich tödlich herausstellen. Da vorne ist doch schon wieder wer. Fragt sich nur, wer das genau ist. Ja, nicht alles, was hier rumläuft, ist feindlich, wie wir jetzt auch festgestellt haben. Und auch er hier scheint uns nichts Übles zu wollen. Wichtige Lieferungen zu erledigen. Ein Kurier also. Okay. Pass mal ja auf dich auf, so alleine hier draußen. Es nachtet auch bald ein. Da muss man schon aufpassen, denke ich mir, so hier in der Wildnis. Wo ist denn Lydia jetzt wieder abgeblieben? Oh, richtig, ich erinnere mich. Das ist hier so eine Stelle an dieser Straße. Da scheint das mit den Gefährten irgendwie zu backen. Die bleiben dann einfach hier an der Stelle stehen. Genau, jetzt funktioniert es wieder. Man muss das immer ein wenig berücksichtigen. Kommst du jetzt mit? Funktionierst du jetzt wieder? Nein, Wolf! Wo kommst du denn jetzt her? Du warst doch vorher nicht da. Naja. Diesmal konnten wir wenigstens ein wenig Tank spielen und blocken. Hat uns auch nicht wirklich viel gemacht. Ja, die reinen Wölfe sind auch kein Problemchen mehr. Hat dich ein anderer Wolf angegriffen? Tatsache. Ja, okay, gut. So wehrlos scheint der Kurier dann doch nicht zu sein. In Ordnung. Habe ich jetzt einen anderen Wolf gelootet? Habe ich das jetzt getan? Oh, ich bin echt wieder ein bisschen verplant. Sorry, Leute. Ist keine Absicht. Ja, ich habe ihn gelootet. Alles gut. Lydia, komm, wir gehen weiter. Sehr schön. Konnten wir dem Kurier hier wenigstens den einen Wolf abnehmen? Was haben wir hier vorne eigentlich? Eine Höhle. Was befindet sich denn in der Höhle? Hier ist ja eine weitere Aufgabe. Was müssen wir denn da machen? Ach so, wir sind jetzt schon in die Richtung unterwegs. Okay, ich muss echt mal gucken, dass ich ein bisschen abbiege und wieder mehr nach Norden komme, sonst sind wir hier total falsch. Jetzt habe ich hier schon diese Quest gesehen, bringt Nesselfluch, der ist noch ewig weit weg. Das werde ich dann unterwegs machen, wenn ich hier nach Ivarstadt unterwegs bin, um eben nach Hochrodgar zu kommen, um unserer Hauptstory zu folgen. Aber ich will die Hauptstory jetzt nicht zu sehr vorziehen oder bevorzugen. Ich will schon wirklich alle Quests mehr oder weniger machen. Ich erkunde kurz die Höhle, die wir hier haben. Jawohl. Dickbauchgrotte. Aha. Klingt ja interessant. Na gut. Haben wir das schon mal entdeckt. Können hier noch ein paar Blümchen pflücken, wenn wir schon da sind. Und gehen dann mal gleich weiter. Und ich würde jetzt auch wirklich sagen, querfeldein. Denn ich glaube, ansonsten haben wir echt Mühe, hier mit einem Weg dahin zu kommen. Boah, der Fuchs irritiert mich. Ich halte ihn immer für einen Wolf, so im ersten Augenblick. Ja klar, man sieht, es ist kein Wolf. Er ist ja viel kleiner, Riesen. Um die sollten wir einen kleinen Bogen machen. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob sie uns wirklich angreifen würden. Nicht alle Riesen sind aggressiv. Manche drohen einem nur. Aber, wir wollen das mal nicht riskieren. Und wie gesagt, in unserem Stadium einen Riesen anzugreifen, ist keine gute Idee. Dürfte noch etwas hart sein. Umso blöder, dass da vor uns gerade ein Riesenlager auftaucht. Na schön, das müssen wir jetzt irgendwie umgehen.
Irgendwie müssen wir daran vorbei. Hilft nix. Auch die Mammuts sind nicht zwingend aggressiv. Ihnen zu nahe zu kommen ist allerdings auch keine gute Idee. Man sollte sie halt nicht provozieren. Ja, ist ja ganz natürlich. In der Natur gibt es ja eigentlich immer die Option, einander aus dem Weg zu gehen, oder zumindest meistens. Wenn natürlich ein Tier auf der Jagd ist, ist die Option nicht mehr gegeben. Aber wenn ich schon hier bin, möchte ich noch gleich mal kurz das Lager aufdecken. Ja, danke. Lagerschlafbaum entdeckt. Okay. Das klingt ja auch nett. So, jetzt müssen wir aber wieder auf dem richtigen Pfad sein hier. Das Lager also erfolgreich umgangen. Hier sind noch mehr Pflanzen. Aber allerdings praktisch immer nur Bergblumen. Das nützt uns nicht so viel, wenn wir jetzt Tausende von diesen Bergblumen sammeln. Da haben wir im Endeffekt auch nicht so viel von, außer halt viele Bergblumen. Ja, ich weiß es auch gerade nicht mehr. Ich glaube, man konnte damit Lebenstränke brauen. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, welche davon dafür gut war. Bestimmt die, die es am wenigsten gibt. Was ist denn da unten? Noch mehr Riesen. Überall Riesen hier. Die ist ja völlig überlaufen. Ja, das sind Elche, die dürften uns nichts tun. Na schön, der hält der Wache. Können wir nichts untersuchen, was da sein könnte? Dann eben nicht. Aber müssten wir jetzt nicht so langsam bei dem Punkt sein, wo wir hin wollten? Ja, wir sind schon ganz in der Nähe. Sind beinahe schon da. Müssen also gucken, dass wir es jetzt nicht verpassen. Ja, keine Sorge, ich tue euch doch nichts. Ihr müsst keine Angst haben. Ich bin friedlich. Mehr oder weniger. Naja, zumindest zu ihnen. Alles, was mich nicht töten will, dem tue ich auch nichts. So meine Devise. Gut. Da vorne ist die Höhle doch schon. Jawohl, da weht auch schon die Flagge, die sie uns anzeigt. Sehr gut, sehr gut. Schwindlernest. Jawohl, so nannte sie das auch. Da steht sogar eine Wache vor dran und oh oh, oh oh, der will uns angreifen. Na schön, ein Bandit. Als Bandit ist er hier gekennzeichnet. Alles klar. Oh, wo ist jetzt Lydia? Lydia, hast du mich verlassen? Willst du mich nicht mehr beschützen? Ist ja bitter. Na gut, sie wird, denke ich, wieder auftauchen. Wenn wir die Höhle betreten, müsste sie zumindest. Wir nehmen wieder die Rüstungen mit, die leichten. Ein Stahlschwert. Soll ich ein Stahlschwert mitnehmen? Ach nee. Nicht für das Gewicht und... ach, da ist sie ja. Hallöchen. Ja, du kommst ja früh. Nicht für das Gewicht und den Wert. Tundra-Baumwolle. Was haben wir hier? Ziegenkäse-Ecke brauche ich nicht. Ich gehe mal rein und wir gucken uns da ein wenig um. Moment mal, das sind Helme am Boden. Sind die was wert? Sind die verzaubert oder so? Entschuldigt. Das war ein klein wenig aufstoßend. Das kommt auch mal vor. Oh, 125 Gold für 5 Kilo. Nehme ich mal mit. Und kaiserlicher leichter Helm. Kann ich auch mitnehmen. Kann ich auch mal mitnehmen. Ja, entschuldigt, ich habe leichtes Aufstoßen. Nach wie vor. Ich bin auch leicht erkältet oder erkältet gewesen. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass ich mit der Zeit ein wenig heißer werde. Ich weiß noch nicht genau, wie viel ich mir jetzt da genau aufbürden kann. An Aufnahmen. An Aufnahmefolgen. Ich muss halt gucken, dass ich da nicht zu heißer werde wieder, weil ansonsten bin ich wieder gleich weit. Deswegen entschuldigt, wenn ich da ab und zu ein paar seltsame Geräusche von mir gebe. Ich kann das Mikrofon nicht ständig muten, wenn ich diese mache. Sonst würde die gar nichts mehr von mir hören. So, sind wir also hier. Ist vielleicht ganz klug, die Waffe schon mal zu ziehen. Das dauert hier immer so lange mit den Hämmern. Und ich bin halt einfach immer noch nach wie vor ein gewaltiger Schisser. Ah, da werden wir schon wieder angegriffen. Aber ich muss sagen, sie sind relativ einfach zu bezwingen. Bin ich hier wirklich in der... Hä? Ist das die richtige Höhle? Ich glaube doch, ja. Müsste es eigentlich. Schwindlernest. Ja, und hier hinten tötet Kematu. Und das sind einfach nur normale Banditen? Hm, ist ja jetzt doch ein wenig enttäuschend. Könnte man schon fast sagen. Aber gut, nehmen wir mal wieder die ganzen Pelzsachen mit. Stahlpfeil können wir auch mitnehmen. Und den... Die Eisenpfeile ebenfalls, genau wie den Dolch. Wir wollen ja wieder einiges verkaufen können. Ja, das sind noch mehr, man kann es deutlich hören. Fellrüstung, Pelzstiefel, Eisenkriegsaxt lasse ich hier. Die brauchen wir nicht unbedingt. Wir können auch so jetzt weiterziehen. Hier allerdings noch ein wenig mehr looten. Mal gucken, was es hier noch so Schönes hat. Ja,
nicht so viel Spektakuläres. Ein Eisendolch, den können wir mal mitnehmen. Pilze gibt's. Eiskappe. Sehr schön. Ich will gerne noch mehr Pilze. Was? Hure? Oh, die nehmen hier ja Wörter in den Mund. Ich glaub's ja gar nicht. Na, wartet. Euch werde ich mal den Mund stopfen. Ich glaube, die meinen ja die gute Dame, die sie hier suchen. Oh, Eismerian. Sehr schön. Knoblauch hat's auch. Und die als solche zu bezeichnen, ist ja mal alles andere als nett. Na schön, gehen wir mal weiter. Ja, ich denke, einen Raum können wir hier noch ausräuchern, bevor wir dann die Folge beenden. Ich werde die Session hier splitten müssen. Die Höhle, den Dungeon hier. Das werde ich jetzt nicht alles in einem machen können. Wir haben hier weitere Krieger, alles wieder Banditen. Na gut, dann halt. Die sind jetzt hier nicht wirklich sehr schwer, fast ein wenig zu einfach. Aber gut, so haben wir auch nicht ständig die Bedrohung hier, dass wir sterben würden. Allerdings ist es jetzt echt schon fast ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack. Aber das wird sich vielleicht noch ändern, wenn wir dann auf Kematu treffen. Der dürfte dann doch wohl hoffentlich ein wenig schwerer sein. So, was hattest du denn Schönes dabei? Ich glaube, die haben alles wirklich nur diese leichten Fell- und Lederrüstungen. Und halt, ja, ihre Waffen, die auch höchsten Stahlwert haben. Ist allerdings schon ziemlich wertvoll, aber 25 Kilo schwer, nein, das lassen wir auch. Lassen wir auch hier. Das kann sich gerne ein anderer Abenteurer nehmen. Ein Skiva, ein schwarzer Skiva. Verkohltes Skiva-Fell hinzugefügt. Dürfte eine Alchemie-Zutat sein. Dementsprechend also schon nützlich. Wir gucken uns mal ein bisschen weiter um, was es sonst noch so hat. Ich glaube, viel mehr als Nahrungssachen hat es nicht. Gut, ein Magikertrank lag da jetzt noch. Immerhin. Oh, erschreck mich doch nicht so, Lydia. Meine Güte, meine Güte. Eisenpanzerhandschuhe, Eisenhelm. Nee, braucht's nicht. Kann ich auch hier lassen. Da ging es dann weiter. Aber liebe Leute, ich würde sagen, bevor ich hier weitermache, werde ich kurz einmal noch zwischenspeichern. Jawohl. Genau. Und dann verabschiede ich euch auch gleich. Wir machen dann das nächste Mal hier weiter und gucken, ob wir Kematu besiegen können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal.